Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Shin Megami Tensei, ne? Ich habe sehr viel wieder seit dem letzten Mal gemacht. Ich habe meine Party erweitert. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den Succubus. Ich habe nämlich irgendwann mal ein Level Up gemacht und konnte mir den machen. Ich habe sehr vielen Leuten tatsächlich hier Megiddo vererbt. Über Fusionen und weil ich einmal Torfs Essenz hatte. Eligor hat jetzt zum Beispiel, den habe ich mir nachhinein noch gemacht, hat Megiddo. Der Succubus hat Megiddo. Ich habe Megiddo. Sogar plus 1, weil ich mir auf die Allmachtsfähigkeiten auch nochmal so einen über die Kristalle erarbeitet habe, dass das plus 1 ist. Ja. Und auch ein paar von den anderen, die jetzt nicht mehr dabei sind, haben auch Megiddo. Also, ich habe sehr viele Charaktere, über die ich mir Megiddo jetzt holen kann. Und das hat einfach nur den Sinn, dass ich dann halt zur Not immer eine Allmachtsattacke habe. So, jetzt ist es aber an der Zeit, endlich mal hier zu gucken, was uns hier erwartet. Ja, euch kennen wir. Alles, was wir kennen, ignorieren wir. Wir interessieren uns nur für Neues. Hallo, Basilisk. Danke, dass du mich in Frieden lässt. Ach ja, ich habe auch noch einen Mima gefunden. Den zeige ich euch am Ende der Folge. Oh, ein Mitama. Nice. Bei so einzelnen benutze ich für gewöhnlich entweder die Einzelattacke Sakanagi von mir oder ich benutze einfach ein Fernrohr. Im Übrigen, ich habe jetzt endlich die Mitamas auch teilweise verstanden. Die blauen sind die, die die Glorienkristalle geben, die goldenen bringen Geld und die roten bringen entweder Grimoire oder Evangelium. Also danach kann man sich ein bisschen richten. So, Mudo auf den Mitama hier. Ja, und die restlichen Viecher überspringe ich mal eben kurz. So, restliche Viecher tot. Und seht ihr, die blauen, die bringen die Glorienkristalle. Also, danach könnt ihr euch so ein bisschen richten. Das ist schön, dass ich das halt auch mal rausgefunden hatte. So, zwei Glorienkristalle, weil ich habe wieder keine Glorie mehr, seit ich mir das für die Allmachts am Booster geholt habe. Ich kann euch ja über die Karte zeigen, wo ich den habe. Der ist da unten zwischen den Steinen gewesen. Ich habe den extra nicht aufgehoben, damit ich euch den zeigen kann. Das ist das Schöne, wenn man sie einmal gesehen hat, dann werden sie auf der Karte auch markiert. Dann muss ich die nicht extra nochmal suchen. Oh, kriege ich viel Zeug hier. Im Übrigen, den Healer tue ich nur dann ins Team, wenn wir bei einem Boss sind. Ab sofort. Weil bei den kleinen Gegnern ist das halt tatsächlich unnötig. Huh. Ich hätte, glaube ich, eigentlich da runterspringen sollen, aber ich habe rechtzeitig angehalten. Und dadurch einen Miman hier oben entdeckt. Bestimmt finde ich noch weiteres Zeug. Ich wüsste aber halt auch gerne, wo ich gelandet wäre, wenn ich da runtergesprungen wäre. Wisst ihr was, wenn ich hier runter, beziehungsweise aus diesem Ort hier wieder raus muss, weil ich denke mal, dass das nur ein kleines Gebiet ist. Weiter muss ich, glaube ich, da, wo ich nicht weiter konnte momentan. Okay. Hab geguckt, ob hier irgendwas Spezielles ist. Dann gucke ich jetzt mal, ich nehme extra Anlauf, wo ich lande, wenn ich da runterknall. Beziehungsweise, wo ich den Moment springe. Ich finde das übrigens mit der Autoheilung auch richtig nice, ne? Dass mich die eine Trolle jedes Mal heilt, wenn ich Schaden im Kampf genommen habe, selbst wenn er nicht besonders groß war. So, ich sollte jetzt wieder rutschen. Komm, jetzt rutsch doch. War wohl nicht hoch genug dafür. Ich renne ein bisschen. Bis ich hier oben bin. Kann man auf die Säule da drauf? So.
Da war so ein kurzer Moment, wo ich rutschen konnte. So, jetzt. Ja. Das brauche ich halt. Dieses Rutschen, damit komme ich nämlich ein Stück weiter. So, mal gucken, wo ich lande. Weil ich weiß ja nicht, ob ich an diesen Ort hier nur komme, wenn ich von oben runterspringe. Das ist also der Feenwald. Irgendwie fehlt es hier an Gegnern. Scheint also ein friedliches Gebiet zu sein. Ja, endlich hast du dich mal nützlich gemacht. Ey, die kann aber auch nur zwei nützliche Sachen spawnen. Entweder Gegner und darunter hoffentlich Mitamas. Oder dieses Stäbchen. Weil sonst ist die komplett useless. Ja, manchmal gibt sie diese Sammelkarten beispielsweise. Das sind so Items, die man verkaufen kann. Aber die sind meistens nichts wert. Warum ist hier kein einziger Gegner? Würde ich gerne wissen. Eine Auferstehungssalbe. Was macht die? Erstmal nachgucken. Achso, das ist eine volle Wiederbelebung. Nice. Da freut man sich doch. Okay, weiter erkunden. Weil sich hier 100 pro irgendwo noch ein Miemann versteckt. Das rieche ich. Ich habe dafür schon ein Gespür entwickelt. Oh, gerade eben war da oben nichts. Ich sammle erstmal hier den einen. Komm, Mitama. Mitama und sogar ein blauer. Sakanagi. Schade, kein One-Hit. Also wenn ich mit allen eine Allmachtsattacke mache, dann reicht das meistens auch, um die zu killen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ein Fernrohr wirklich teuer wäre. Ich habe keinen im Team, der eine Lichtattacke kann, außer mir selber gerade. Also nutze ich ein Lichtjuwel. Die blauen lasse ich ungern kommen. Halt gerade wegen den Glorienkristallen. Ich meine, das sind 20 Glorie mindestens, die ich dadurch geschenkt bekomme. Im Übrigen, ja, ich habe drei Evangeliums, aber das mache ich jetzt so, dass ich mir die Evangeliums aufhebe, bis ich im Endgame ungefähr bin, weil ich gerade das Gefühl habe, dass ich viel zu stark eigentlich bin. Jetzt wird's aber lächerlich. Noch ein blauer. Jetzt wird's langsam wirklich lächerlich. Also ich freue mich, dass so viele von denen auftauchen, aber es ist lächerlich, dreimal hintereinander gerade einen blauen Mitama zu finden. Den kann ich sogar insta-finishen. So, den restlichen Kampf habe ich mal übersprungen. Wie lächerlich das halt auch ist. Also erst habe ich voll die Probleme, Mitama zu finden, und jetzt habe ich gerade wirklich hinterhergeworfen bekommen. Wenn ich jetzt direkt wieder einen kriege, ne? Ich freue mich zwar über die ganzen Glorienkristalle, ne? Aber ich will auch nicht damit überschüttet werden. Diese Räucherstäbchen, die können ruhig mal ein bisschen häufiger auftauchen. Da oben drauf. Das ist auch wieder eine Brücke. Das heißt, hier ist auf jeden Fall ein Mitama. Ihr könnt euch wirklich danach richten. Bei jeder Brücke bisher war immer ein Mitama. Kein Mitama, ein Miemann. Entschuldigung. Und ich fresse einen Besen, wenn in diesem Wald kein Miemann irgendwo hockt. Ich guck gerade nochmal alles ab zur Sicherheit. Ja komm, hier zwischen den Steinen. Doch nicht. Okay. Hier hat er ausnahmsweise kein Miemann gehockt. Na gut, der hat da oben gehockt. War ja auch was, ne? Hier ist wieder ein freundlicher Oni. Der frisst die Feen. Das lässt du bitte, sonst verprügel ich dich. Von wo komme ich denn da oben drauf? Von hier? Nee.
Irgendwie will ich da oben halt drauf. Das steht schon mal fest. Das ist ein Drachenlinienquell. Einen Moment, ich sammle jetzt eben kurz den Miethammer auf. So, Leute. Entschuldigung, ich meine natürlich Miemann. Hier war noch einer. Und was ich auch beim ersten Mal durchlaufen tatsächlich nicht gesehen habe. Hier unten ist noch ein Automat. So, damit habt ihr das gesehen. Gehen wir wieder zurück zum Feendorf. So, Leute, wir sind wieder im Feendorf. Ich guck gerade, wie zum Geier komme ich da oben drauf? Von irgendwo muss es ja gehen. Weil erstens da oben drauf die Kiste liegt. Und da auch zwei Sachen von der Troller sind. Die ich hier gerade bei mir habe. Ich komme nicht zufällig von der Seite irgendwie da hoch. Nee, nie im Leben. Wir können auch mal die Miemanns abgeben. Wir sollten jetzt eigentlich genügend haben, dass der mir wieder was gibt. Kadaverkaverne. Da, 85. Miemanns Kampfsutra, Feuersutra. Ja, ich habe für alles halt gerade einfach einmal ein Sutra bekommen. Zerstörungssutra. So, was ist denn meine nächste Belohnung? Das Kishin-Talisman. Und wir haben die Hälfte aller Miemanns tatsächlich schon fast eingesammelt. Ich will mal kurz gucken. Zerstörungssultra? Ja, die hauen wir uns eben kurz in den Bauch. Magie erhöhen wir mal von Baphomet. Um die maximalen MP holen wir bei Parvati. Weil das ist unser Healer. Ich finde es übrigens unlogisch, dass bei, gerade beim Succubus, hier, die Finsternisfähigkeiten so schwach ausgeprägt sind. Die sind halt echt schwach bei der. So, Heilung natürlich bei ihr. Ach, Allmachtskills werden erholt. Ja, das kriegt Toff. Das ist mein Allmachtskrieger. Da, Dunkelheit ist nicht für den Succubus. So, Lichtsultra. Auch Parvati. Kraft, gehen wir mal Nangal. Elektro. Gehen wir mal der Lamia. Eis natürlich der Seejungfrau. Das gebe ich mal meinen Drachen. Und Kampf. Dem Ritter. So. Dann haben wir die direkt alle verteilt. So, Zeit mit denen dazu quatschen. Someone named Fionn saved me and brought me here. But a lot of people here are hurt. They're in no condition to move right now. Oh, das ist schade. I can tell you more. He's the one who saved us. Ich dachte, die quatscht uns jetzt ein bisschen mehr voll, um ehrlich zu sein. Er ist froh, seine Schwester ist in Sicherheit. Ja, ich bin immer noch ich selbst. Ja, mit den Dämonen bei den Schülern ist auf jeden Fall kein Geheimnis mehr, ne? Soll ich eben kurz die MP hochjagen? Ja, komm, ich heile mal eben kurz alle, die geheilt werden müssen. Sind ja nur ein paar, Macker. Ach, das ist ein Hayataro, der vom Yuzuru. Auch ein richtig cooler Dämon. Was sehen meine Äuglein denn da? Schläft da einfach einer? Alter, was soll denn der Zoom? Der geht nicht auf mein Konto. Alter, sind hier viele Leute zum Quasseln. Warte mal, das seht ihr gerade gar nicht über die Karte, weil ich im Weg bin. Leute, guckt euch das mal an, wie viele da mit mir quasseln wollen.
Habe ich irgendwie überhaupt keine Lust drauf. Ah, wir sind alle Pazifisten hier. Da ist irgendwo die Feenkönigin oder Feenkönig. Was bist du denn für ein cooles Viech? Da ist ein Mimann. Was bist du da hinten für eine coole Socke? Ich habe wieder 100 Glorie. Ich kann mir eigentlich eine Fähigkeit auch holen. Arahabaki. Der Auserwählte, das bin wahrscheinlich ich. Ist es immer so, wenn irgendwas hier mit der Auserwählte ist, dann ist man es irgendwie am Ende selber. Noch ein Eis-Ultra. Warte. Kann ich die Seejungfrau direkt nochmal boosten? Damit ihr Sturmlied richtig Damage macht. Ich weiß, ich habe die von Anfang an und es gibt bestimmt bessere, aber dieses Sturmlied ist halt irre gut. Deswegen gebe ich die zurzeit nicht weg. Hier komme ich auf die Brücke. Warte mal, da drunter ist doch sicher auch irgendwas. Okay, hier ist nix. War hier ein Gegner? Es war nämlich das Geräusch für einen Gegner. Die Feenkönigin oder Feenkönig gucken wir uns offenbar beim nächsten Mal an. Ich will jetzt einfach nur wissen, was auf der Brücke ist. Ja, genau so kommt man hier hoch. Okay. Boah, was man hier klettern kann. Und, falls Mitama ist. Ey, das ist halt mittlerweile wirklich lächerlich, ne? Normalerweise habe ich echt Pech, was sowas angeht. Ey, ich muss auf Megiddo gehen. Und die restlichen drei gleich austauschen. So, ich, Toph und Eligor setzen jetzt nochmal Megiddo ein. Ich setze, glaube ich, eben mal kurz kritisch drauf. Weil das wirkt hier auch sinnvoll. Da mache ich den halt mehr Schaden. Ich kriege halt irre viel Geld, wenn ich die jetzt umniete. So. Habt ihr das halt auch mal gesehen? Ich kriege halt allein so schon 6000, weil man für jeden 1500 kriegt. Und die geben halt jeder auch noch zusätzlich so ein Item zu verkaufen. Das sind die gelben, beziehungsweise goldenen Mitamas. Mir wäre es aber viel lieber gewesen, wären das blaue gewesen. Weil das wären 8 Glorienkristalle gewesen. Das sind 80 Glorie. Da sagt man doch nicht nein. Da hoch komme ich wahrscheinlich nicht. Ja, Leute. Brücke erkundet. Ich gucke gerade kurz noch, ob hier ein Mimann irgendwo gammelt. Weil das klingt für mich nicht unwahrscheinlich. Tatsächlich sitzt hier keiner. Zumindest bis jetzt sehe ich keinen. Komme ich hier hoch? Ich bin hier zwischen eine Rille gefallen. Okay, Leute. Das war ein Zeichen. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!